Hallo, heute gibt es meinen Lesemonat September. Eines der Bücher, das ich gelesen hatte, war Nicht wie ihr von Tonio Schachinger. Und zwar im Rahmen des Buchpreisbloggens. Entsprechend habe ich vor einiger Zeit auch schon ein Video nur über dieses eine Buch hochgeladen. Deswegen fasse ich mich sehr kurz an dieser Stelle. Es geht hier um einen Profifußballspieler namens Ivo, der einige Spielerklischees bedient und gerade auch in einer Art Krise steckt. Sowohl beruflich als auch privat hat er einige Zweifel, sehr viele Unsicherheiten. Es tauchen immer wieder Fragen auf, mit denen er sich dann versucht zu beschäftigen. Es gab für mich einige Kritikpunkte, heißt, das Buch hat mir leider nicht ganz so gut gefallen, konnte mich nicht ganz so überzeugen. Falls ihr aber mehr über dieses Buch und auch über meine Gedanken über dieses Buch erfahren möchtet, verlinke ich euch das andere Video selbstverständlich unten in der Infobox. Dort könnt ihr gerne mehr erfahren, falls es euch interessiert. Dann habe ich noch ein Buch gelesen, das auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand. Es war nicht mein Buchpreisbloggenbuch, aber ich wollte es trotzdem gerne lesen, und zwar Kintsugi von Miko Sophie Kümmel. Das Ganze spielt in einem etwas abgelegenen Haus in der Natur, in der Uckermark. Dort treffen sich an einem Wochenende vier Personen ein. Zum einen Max und Reik. Sie sind seit 20 Jahren ein Paar und wollen dort an diesem Wochenende ihr Jubiläum feiern. Und das in einem sehr, sehr kleinen Rahmen, denn außer den beiden ist noch ihr sehr alter Freund Tonio dort und dessen Tochter Pega. Max und Reik sind das Vorzeigepaar. Sie führen eine Beziehung in Harmonie, Liebe, Verständnis. Sie können schwere Zeiten immer überwinden und so weiter. So zumindest sehen das Außenstehende. Durch die Insichten der zwei, Max und Reik, erfahren wir aber, dass das gar nicht so ganz stimmt. Sie haben schwerwiegende Probleme, die an diesem Wochenende auch leise zum Vorschein kommen. Nicht nur die Gedanken der beiden, Max und Reik, lesen wir hier, sondern abwechselnd die Perspektive aller vier Figuren. Und bei allen geht es mit unterschiedlicher Gewichtung um Anziehungen, um Abhängigkeiten und Freiheit, auch um das Ungleichgewicht zwischen Geben und Nehmen, beziehungsweise darum, nicht mehr damit zufrieden zu sein. Es geht um Sehnsüchte, geplatzte Träume und den Wunsch nach neuen Anfängen. Also um Veränderungen, Irrungen und Wirrungen, vor allem im Liebesleben. Wobei es hier zwar um ein schwules Pärchen geht, diese Tatsache aber gar nicht so sehr im Vordergrund steht. Auf Instagram habe ich schon mitbekommen, dass viele dieses Buch sehr mochten. Ich fand es gut, ich fand es solide, allerdings muss ich gestehen, konnte mir dieses Buch nicht sehr viel geben. Es ist eine Geschichte, wie man sie eigentlich schon kennt, oft gelesen hat. Ich erwarte ganz gewiss nicht, dass das Rad neu erfunden wird. Aber mir fehlt dieses eine Besondere in diesem Roman. Die Figuren werden gut dargestellt, trotzdem aber konnten sie mich nicht sonderlich berühren. Die Probleme, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen und auch die Art, wie sie sie angehen, hat in mir auch nicht sehr viel ausgelöst, muss ich sagen. Ebenso absolut Geschmackssache ist die Sprache. Sehr wuchtig, mit vielen Beschreibungen, auch auf ungewöhnliche Art, mit Vergleichen oder Symbolen, gefiel mir anfangs sehr. Ich fand das sehr faszinierend. Doch dieser stetig kraftvolle und bildreiche Ton wurde auf Dauer zu etwas Gleichmäßigem für mich und verlor dadurch auch seine Wirkung. Ganz sicher kein schlechtes Buch. Ich fand es gut, aber es konnte mich nicht begeistern. Es konnte mich nicht auf eine interessante Art erreichen und ich befürchte, dass es mir nicht sehr lange in Erinnerung bleiben wird. Allerdings ist das auch ihr Debütroman und ich bin gespannt auf weitere Bücher von ihr. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr ganz an die Reihenfolge der gelesenen Bücher im September erinnern, aber spätestens jetzt würde ich ohnehin mit der Reihenfolge brechen, denn ich werde über die nächsten vier Bücher hintereinander sehr kurz sprechen, da ich über alle vier bereits in einem anderen Video gesprochen hatte, und zwar im Video 11 Bücher aus Norwegen anlässlich des Gastlandauftritts Norwegens auf der Frankfurter Buchmesse dieses Jahr. Das war ein langes Intro. Kurzum, ich werde die nächsten vier Bücher kurz zusammenfassen. Falls ihr über irgendeines dieser Bücher mehr erfahren möchtet, findet ihr auch den Link zu diesem Video unten in der Infobox. Zum einen habe ich gelesen Die Puppe im Grase, norwegische Märchen von Asbjørnsen und Mo, die verglichen werden mit den Gebrüdern Grimm, weil sie auch durch das Land wanderten, um Märchen zu sammeln.
Dieses Buch beinhaltet 12 norwegische Märchen, wie beispielsweise die Geschichte eines Däumlings, der auf seiner eigenen Hochzeit in Grütze ertrinkt. Ich war selbst ehrlich gesagt überrascht, wie gerne ich diese Märchen gelesen habe und wie viel Spaß ich dabei hatte. Allerdings musste ich nun, nachdem einige Zeit vergangen ist, auch wieder einmal feststellen, wie schlecht ich mir Märchen merken kann. Aus irgendwelchen Gründen geraten sie bei mir einfach sehr schnell in Vergessenheit. Wer aber gerne Märchen liest, wird mit diesem Buch sicherlich seine Freude haben, unter anderem auch, weil es wunderschön illustriert wurde von Kat Menschik. Danach habe ich gelesen Stille von Erling Kagge. Erling Kagge berichtet hier über die äußere und auch innere Stille, also in einem selbst. Er berichtet über seine Erfahrungen sowohl als Abenteurer als auch im Alltag. Und neben seinen persönlichen Erfahrungen berichtet er hier auch über die Betrachtung anderer, beispielsweise Künstler oder Philosophen. Es fließen auch wissenschaftliche Untersuchungen mit ein. Und natürlich geht es bei alledem auch um die gewollte oder auch ungewollte Ablenkung von außen und was Stille in Menschen bewirkt. Es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Buch. Wenn man sich für Stille interessiert, auch nur ansatzweise, denke ich, wird dieses Buch einem sehr viel bieten können. Es ist zudem wundervoll aufgemacht mit Fotos und Zeichnungen. Auch wenn für mich nicht alles komplett neu war, gab es noch genug für mich zu entdecken. Und es ist ein Buch, das ich immer wieder gerne zur Hand nehme und sicherlich auch nehmen werde. Dann habe ich noch eine Graphic Memoir gelesen, und zwar Ein Freitod von Steffen Querneland. Der Autor verarbeitet hier den Suizid seines Vaters. Beeindruckt war ich von der Aufrichtigkeit und seinem ernsthaften Bemühen zu verstehen, weshalb sein Vater sich umgebracht hat, statt ihn nur anzuklagen. Aufrichtig erinnert er sich an die guten und auch schlechten Erfahrungen mit seinem Vater. Ehrlich ist er auch bei seinen Selbstreflexionen und dem Nachspüren seiner Gefühle und Gedanken. Es ist ein wirklich schon auch auffühlendes Buch. Es ist keine leichte Kost, aber sehr, sehr interessant, wenn man sich für dieses Thema interessiert. Gefiel mir. Dann hatte ich noch ein Hörbuch gehört und ich meine auch im September beendet. Auch da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es Die Glocke im See. Es ist ein historischer Roman und auch der Auftakt einer Trilogie. Das Ganze spielt in Norwegen, in einem kleinen Dorf, und es geht um eine junge Frau namens Astrid. In dem Dorf, in dem Astrid lebt, stehen einige Veränderungen an, die insbesondere auch durch den neuen Pfarrer angeleiert werden. Beispielsweise soll die alte Stabkirche abtransportiert werden nach Dresden. Einige Dorfbewohner sind aber nicht ganz begeistert von dieser Idee, denn sie hängen an den Schwesterglocken dieser Kirche. Um diese Glocken ranken sich einige Legenden, und auch Astrid möchte eigentlich nicht, dass die Kirche das Dorf verlässt. Es ist ein Buch über Aberglauben und Mythen, natürlich die damalige Zeit. Es geht um Modernisierung und Fortschritt. Es geht auch viel um Architektur und natürlich geht es auch um die Liebe. Ich fand es ganz gut. Es hat mich nicht gänzlich vom Hocker gehauen, aber ich lese auch einfach viel zu selten historische Romane. Es ist nicht unbedingt mein Lieblingsgenre. Deswegen würde ich vermutlich dieses Buch eher denjenigen empfehlen, die gerne und viel historische Romane lesen. Ob ich nun wirklich mit dem zweiten Teil fortsetzen werde, wenn man mich heute fragt, würde ich sagen, vermutlich eher nicht. Aber es kann sich ändern. Dann habe ich noch gelesen Levi von Carmen Butia. Levi ist 11 Jahre alt, seine Mutter gerade gestorben. Das Verhältnis zu seinem Vater war vorher schon etwas schwierig. In dieser Trauerphase aber wendet sich Levi nun noch mehr von seinem Vater ab. Er haut sogar ab und verschanzt sich auf dem Dach des Hauses. Der Vater weiß nicht, wo er steckt, und das ist auch ganz in Levis Sinne. Einzig mit Kolja, dem Kioskbesitzer, redet Levi manchmal. Kolja ist ein verständnisvoller Mann, der aber auch selbst einige Päckchen zu tragen hat. Vor allen Dingen aber sucht Levi die Nähe zu dem Nachbarn Vincent, mit dem er dann auch oft unterwegs ist. Vincent ist eine etwas undurchschaubare Figur. Man weiß nicht so genau, wie man ihn einzuschätzen hat. In diesem Roman geht es also um die tiefe Trauer eines Jungen, der sich in dieser Phase auch immer mehr in sich zurückzieht und versucht, den Verlust der Mutter
alleine zu verarbeiten. Und das tut er insbesondere durch bestimmte Bilder und Vorstellungen. Seine Fantasie spielt dabei eine sehr, sehr große Rolle. Und natürlich geht es in diesem Buch auch um die fehlende bzw. Misskommunikation zwischen Vater und Sohn. Ich bin bei diesem Buch etwas zwiegespalten aus verschiedenen Gründen. Am Anfang habe ich dieses Buch mit sehr viel Spannung und Neugier gelesen, da es anfangs einige Andeutungen gibt und ich dachte, dass wir hier einigen Spuren folgen werden, wie beispielsweise dem Grund, weshalb die Mutter ermordet wurde. Anfangs hatte ich also das Gefühl, dass dieser Roman eher handlungsgesteuert ist. Doch dann mit der Zeit verlaufen sich all diese Dinge im Sande und die Insichten der Figuren treten sehr, sehr viel stärker in den Vordergrund, namentlich Libys und auch Collias, der Kioskbesitzer. Diese Veränderung fand ich etwas überraschend, aber ehrlich gesagt auch etwas verwirrend. Es fiel mir einfach zu stark auf und ich war kurzzeitig nicht ganz sicher, worauf dieses Buch denn jetzt eigentlich hinausläuft. Libys Inneres fand ich sehr nachvollziehbar, auch seine Verarbeitungsfantasien fand ich verständlich und manche auch sehr, sehr gut. Allerdings wurde mir manches davon mit der Zeit etwas zu viel. Es wirkte überladen und durch die blumige und ausgeschmückte Art wirkte es dann auch etwas zu konstruiert für meinen Geschmack. Am Ende des Buches blieben hier einige Fragen offen und das fand ich ehrlich gesagt nicht ganz stimmig für mich persönlich mit allem, was vorangegangen ist. Ich habe kein Problem mit offenen Enden, wenn sie dann zur Geschichte passen und zur Art der Geschichte, was für mich einfach persönlich hier nicht der Fall war. Ich habe natürlich meine Antworten trotzdem gesucht und auch gefunden. Also es war nicht so, dass ich mich dann gar nicht mehr damit beschäftigen wollte, aber das sind einfach nur so Kleinigkeiten, die mir während des Lesens auffielen. Es steckt hier schon auch einiges Gutes drin, nur für meinen persönlichen Geschmack hätte man da noch ein bisschen mehr herausholen, das noch ein bisschen ausfeilen können. Es konnte mich also unterm Strich nicht gänzlich überzeugen. Ich fand's in Ordnung. Auch dieses Buch übrigens ein Debütroman. Auch hier bin ich also gespannt, wann, ob, was noch folgen wird. Es tut mir leid wegen des Lichts. Ich erlebe hier im Wechsel alle vier Jahreszeiten. Dann habe ich noch gelesen Die Leben der Elena selber von Alexander Osang. Dieses Buch stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und es geht hier um Konstantin. Er ist Filmemacher und will nun seine Familiengeschichte erforschen. Im Vordergrund steht dabei seine Oma Elena selber. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt der Familiengeschichte. Das Ganze beginnt in Russland im Jahre 1905, als Elenas Vater, ein Revolutionär, ermordet wird. Und von da an folgen wir Elena über sehr, sehr viele Jahre hinweg. Beispielsweise, wie sie einige Jahre später in Russland einen Deutschen kennenlernte, der dann auch ihr Ehemann und Vater ihrer vier Töchter wurde. Es geht aber auch um ihren Umzug nach Deutschland, wie sie sich während des Zweiten Weltkrieges durchschlagen musste. Es geht um ihr Leben in der DDR und auch darüber hinaus. Wir erfahren in diesem Buch also einiges über die russische und über die deutsche Geschichte, angefangen von der russischen Revolution bis zum wiedervereinten Deutschland. Und natürlich lesen wir hier auch über das Leben und das Schicksal der Familie selber. Das ist so die Geschichte kurz zusammengefasst, denn es ist zum einen ein seitiges Buch. Es gibt hier außerdem aber auch sehr viele Erzählstränge und Sprünge in Zeiten und Orten. Elenas Lebensgeschichte fand ich unglaublich spannend. Darüber habe ich wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Die Gegenwart Konstantins Geschichte allerdings, muss ich sagen, fand ich weniger interessant. Er hat es irgendwie nicht ganz geschafft, mich für sich und für alles, was in der Gegenwart passiert, so richtig zu interessieren, was etwas schade ist. Meiner Meinung nach wäre dieses Buch auch ohne die Gegenwart, ohne diesen Erzählstrang ausgekommen, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Und ja, unterm Strich fand ich das Buch auch ganz gut, auch wenn es mich, auch dieses Buch, mich nicht hat aufjubeln lassen. Aber so ist es eben manchmal und auch in manchen Lesemonaten. Womit wir dann auch zum Ende kämen, das war es nämlich. Das waren alle Bücher, die ich im September gelesen habe. Ich freue mich, wenn ihr mir wieder eure Meinungen und Gedanken unten in den Kommentaren da lasst und wir uns ein bisschen austauschen können. Und ansonsten wünsche ich euch schöne Lesestunden und hoffentlich bis zum nächsten Video. Macht's gut!